Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der es ausprobiert und ziemlich schnell kapiert. Hey. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der gerne schlemmt und auch mal verpennt. Der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian, Checker Julian. So, vier Socken. Schon passen. Hey Leute, ich bin sowas von aufgeregt. Heute nehme ich euch mit in eine der größten Städte der Welt. Nach Japan, in die Megametropole Tokio. Schaut mal, wir sind hier und hier 9000 Kilometer entfernt, hier in Asien, da liegt Tokio. Warum ich da unbedingt hin will? Ich hatte da so einen komischen Traum und der geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Julian, wenn du ein echter Checker sein willst, dann erlerne die Kunst der Ninja von einem wahren Ninja-Meister. Von einem wahren Ninja-Meister. Also den finde ich sicher in Tokio. Jetzt muss ich nur noch meinen Reisepass finden, weil sonst geht's nämlich nirgendwo hin. Ist denn der jetzt schon wieder? Der Flug geht doch gleich. Das ist mal wieder so typisch, ne? Ah, da ist er. Jawoll. Rein damit. Kamera auch. Okay. Auf geht's nach Tokio. Los geht die Reise. Beim Hinflug drehen mein Team und ich gleich noch den Flugzeugcheck. Und ich darf mit ins Cockpit. Das wollte ich schon immer. Und während ich den Piloten noch ein bisschen über die Schulter schaue, gibt's für euch schon mal das Wichtigste zu Japan und der Megametropole Tokio. Japan gehört zum Kontinent Asien. Das Land hat ungefähr 126 Millionen Einwohner, also etwa 1,5-mal so viele wie Deutschland. Und es besteht aus mehr als 6.800 Inseln. Die meisten Menschen leben hier, auf der Hauptinsel Honshu. Da liegt auch die Hauptstadt Tokio, die japanische Megametropole mit etwa 38 Millionen Einwohnern. Hier mache ich mich auf die Suche nach einem echten Ninja. Und finde raus, wie ich selbst zum Ninja werde. Und natürlich will ich alles über die Stadt wissen und die Leute kennenlernen, die hier leben. Das ist so ein Traum. Das ist die größte und bunteste Zuckerwatte aller Zeiten. Oh. Tokio soll quietschbunt sein und eine Hightech-Stadt, in der die Roboter der Zukunft entwickelt werden. Und es soll Hotels geben, in denen es keine Zimmer, sondern winzige Röhren gibt. Ob das alles stimmt, das finde ich raus. Also, macht euch bereit für den Tokio-Check. Während wir landen, gibt's für euch die Checker-Fragen. Was ist die Shibuya-Kreuzung? Was ist ein Kapselhotel? Und wie wird man zum Ninja? Das checke ich für euch. In Tokio werde ich gleich abgeholt. Denn so ganz alleine finde ich mich in dieser riesigen Stadt bestimmt nicht zurecht. Zum Glück hat unsere Cutterin Susi, die immer unsere Filme montiert, eine Freundin in Tokio. Katharina. Die kommt auch aus Deutschland und ist vor ein paar Jahren nach Japan gekommen, um professionelle Trommlerin zu werden. Als sie dann ihren Mann hier kennengelernt hat, hat sie sich entschieden, für immer zu bleiben. Mittlerweile hat sie auch Trommlerinnen-Nachwuchs. Und sie zeigt mir gleich die Stadt. Hey Katharina. Hey, hallo. Eigentlich begrüßt man sich anders hier in Japan. Wie? Man verbeugt sich. Konnichiwa. Konnichiwa? Konnichiwa. Hallo. Guten Tag. Und du gibst noch heute eine Tour, ne? Genau, das machen wir heute. Dann legen wir gleich los, okay? Jawohl. Super. Konnichiwa. Hallo. Mein erstes japanisches Wort. Das geht ja schon mal gut los. Statt sich die Hände zu schütteln, verbeugt man sich also. Ich freue mich schon auf die Stadt. Leute, fällt euch was daran auf, wie die Autos hier fahren? Wir fahren ja gerade auf der falschen Seite. Ist das normal? Das ist normal. Er ist kein Geisterfahrer. Fährt man in Japan immer links? Genau, hier ist Linksverkehr. Manchmal steige ich auf der verkehrten Seite ein. Und du kannst auch Japanisch sprechen, ne?
Ich bin noch dabei, das zu lernen. Du musst mir auf jeden Fall noch was beibringen. Was ist denn, hallo kann ich ja schon. Mhm. Was ist denn tschüss? Sayonara. Sayonara. Genau, mit Verbeugung. Mit Verbeugung. Sayonara. Was heißt danke? Arigato gozaimasu. Arigato. 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 Gozaimasu. Gozaimasu. Genau. Katharina will mir einen ganz besonderen Ort in Tokio zeigen. Aber erst müssen wir das Taxi bezahlen. Natürlich mit japanischen Yen. Das sieht ja cool aus. 1 Euro sind ungefähr 117 Yen. Unsere Fahrt kostet etwa 17 Euro. Jetzt ist es Zeit für die erste Checkerfrage. Was ist die Shibuya-Kreuzung? Boah, das ist heftig hier. Wo sind wir denn jetzt hier genau? Wir sind hier auf der großen Kreuzung von Shibuya. Okay, die Shibuya-Kreuzung. Wie funktioniert das genau? Hier laufen irgendwie alle Leute einfach auf einmal rüber, oder wie? Das ist normal. Wenn die Fußgänger grün haben, müssen alle Autos warten. Die Leute können auch quer über die Kreuzung gehen. Die Shibuya-Kreuzung liegt mitten in Tokio und ist legendär. Aber das sind so viele Menschen. Wie viele laufen denn da auf einmal drüber? So am Abend können das so über 1000 Leute sein, pro Ampelgang. Über 1000 Leute pro Ampelgang. Das ist ja wie so ein kleines Dorf, was einmal rüberläuft über die Kreuzung. In Japan haben die Menschen auch schon vor der Corona-Krise häufig einen Mundschutz getragen. Zum Beispiel, wenn sie erkältet waren. Wenn man selbst etwas Schnupfen oder Husten hat, dass man andere nicht ansteckt. So. Rücksichtnahme auf andere Personen. Das ist ja auch ganz schön höflich. Ja, das stimmt. Die sind ja auch sehr reserviert, die Japaner. Also wir haben uns ja auch voneinander verbeugt. Das heißt, so Körperkontakt ist nicht so. Echt? Hast du so ein paar allgemeine Tipps, wie ich mich hier in Japan verhalten soll? Also du solltest höflich sein und pünktlich. Auch nicht so laut, also nicht rumschreien oder so. In Deutschland benimmt man sich ja auch ungefähr so. Gibt es auch was speziell für Japan gilt? Du solltest nicht essen und laufen zur gleichen Zeit. Wieso das denn? Es gilt ein bisschen als unkultiviert. So, als ob man schlecht erzogen ist? Genau. Okay, mach ich nicht. Die Shibuya-Kreuzung ist eine weltberühmte Kreuzung in Tokio. Manchmal gehen 1000 Leute gleichzeitig über die Straße. Gecheckt. Ihr habt es ja gerade schon gesehen, in Tokio ist richtig was los. Dass es da so voll ist, liegt nicht nur daran, dass in der gesamten Region so circa 38 Millionen Menschen leben, sondern vor allem daran, dass viele Leute auf wenig Raum zusammenleben. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen messen das für fast alle großen Städte der Welt. Das nennt man dann die Einwohnerdichte. Dafür zählen sie, wie viele Leute auf einer Fläche von einem mal einem Kilometer zusammenleben. Das ist so groß wie 140 Fußballfelder. Klingt jetzt erstmal richtig viel, aber in Tokio leben auf so einer Fläche mehr als 15.000 Menschen. Das sind mehr als 100 Leute pro Fußballfeld. In München, da wo ich wohne, sind es gerade mal 34 Leute. Deshalb sind die Wohnungen in Tokio oft viel kleiner als bei uns in Deutschland. Und in Hochhäusern übereinander gestapelt. Viele Leute in Tokio denken sich ziemlich coole Sachen aus, um auch mit wenig Platz gut klarzukommen. Schaut mal. Da gibt es zum Beispiel Wohnblöcke mit Mini-Wohnungen. In denen befindet sich alles, was man zum Leben braucht, in einem Raum. Manche Leute bauen sich auch Schränke in den Boden ein. Katharina zeigt mir einen Tempel im Viertel Asakusa. Die gibt's hier mitten in der Stadt. Mit jedem, den ich auf meiner Japan-Reise treffe, mache ich ein Selfie mit meiner Kamera. Als Erinnerung. Ich übe schon mal meine Ninja-Schleichkünste. Wow! Nix passiert. Puh. Also das mit dem Schleichen muss ich noch mal üben. Jetzt erst mal eine Frage an euch. Haya! Was ist ein Kimono? A. Eine typische japanische Kleidung. B. Eine japanische Spezialität. Oder C. Ein japanischer Vogel. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's wie immer zum Schluss. Katharina hat mir eine ganz besondere Unterkunft empfohlen. Da fahre ich jetzt hin. Weil in Tokio ja ziemlicher Platzmangel herrscht, haben sich die Japaner ganz besondere Hotels einfallen lassen. Sogenannte Kapselhotels. Und was das genau ist, kläre ich jetzt. Checkerfrage. Was ist ein Kapselhotel?
Hier muss ich die Schuhe ausziehen. Das gehört in Japan einfach dazu, nicht nur zu Hause. Jetzt brauche ich noch meinen Zimmerschlüssel. Moment mal. Hier gibt's ja gar keine richtigen Zimmer. Nur diese Kapseln. Da, das ist meine Kapsel. Ich hoffe, ich kann da drin schlafen. Aber cool aussehen tut sie. Okay, also ziemlich einfach gehalten, aber irgendwie auch cool. Coole Erfahrung. Und Leute, ich glaube, die da, die leuchten schon, die sind für euch. So eine Übernachtung im Kapselhotel ist recht günstig. Und die kleinen Kapseln benötigen nicht viel Platz, also perfekt für Tokio. Gute Nacht! Ey, wer von euch war das? Ich nicht. Ich schlaf tief und fest. Puh, das stinkt. Ich mach mal meinen Pupsschutz wieder runter. Leute, in der Nacht hatte ich schon wieder so einen verrückten Traum. Und dieses Mal war ich ein richtiger Ninja. Also so richtig gut habe ich nicht geschlafen, aber es war schon eine coole Erfahrung. Ich glaube, nächstes Mal gehe ich lieber in ein gemütlicheres Hotel. In Kapselhotels gibt es keine Zimmer, sondern nur kleine Kapseln zum Schlafen. Sie sind günstig und sparen Platz. Gecheckt. Ich mache mich auf den Weg zu meiner nächsten Verabredung. Und den zu finden ist manchmal gar nicht so leicht in Tokio, denn ich kann ja kein Japanisch lesen. Vieles steht zum Glück auch auf Englisch da. Und wie überall hier gibt's auch in der U-Bahn wenig Platz. Ich habe die richtige Station gefunden und treffe mich jetzt mit Eri. Sie ist Lehrerin und erklärt mir, wie die japanische Schrift funktioniert. Hi Eri. Hi Julia. Konnichiwa. Konnichiwa. Setz dich mal. Du schreibst dir gerade was? Mhm. Ich sehe überall diese japanischen Schriftzeichen, aber ich verstehe halt gar nichts. Kannst du mir da irgendwas beibringen? Natürlich. Also ich habe ihr jetzt meine Vorstellungsrunde geschrieben. Der erste Satz heißt, ich bin Japaner. Mhm. Und der zweite Satz ist, mein Name ist Eri Honda. Ja. Was bedeutet denn zum Beispiel das da? Das da? Mhm. Das da bedeutet ich und spricht man Watashi aus. Watashi heißt ich. Genau. Aber das ist ja nur ein Schriftzeichen. Das heißt schon ein ganzes Wort. Also das nennt man Kanji. Mhm. Und Kanji hat ja, also jedes Kanji hat ja seine eigene Bedeutung. Wow, aber dann muss es ja tausende davon geben, weil es gibt ja ganz viele Sachen, wie zum Beispiel Tisch oder Wand oder Uhr. Mhm. Und jedes dieser Sachen hat dann ein Kanji. Richtig. Für jeden Gegenstand gibt's ein Kanji. Manchmal auch zwei oder drei. Das hier heißt Fahrrad. Und das Geburtstag. Insgesamt gibt es über 10.000 verschiedene Schriftzeichen. Weil sich aber niemand alle Kanji merken kann, gibt es zusätzlich noch ein japanisches Alphabet, das sogenannte Hiragana. Damit kann man, wie mit unserem Alphabet, alles schreiben. So sieht das Wort Fahrrad dann aus. Aber das Hiragana benutzen die Japaner nur für japanische Wörter. Für Wörter aus dem Ausland, wie Computer, gibt es ein extra Alphabet, das Katakana. Das sieht wieder ein bisschen anders aus. Auf Japanisch lesen und schreiben ist also echt ziemlich kompliziert. Ich bin froh, dass wir in Deutschland nur 26 Buchstaben lernen müssen, mit denen wir alles schreiben können. Eri hat noch eine Überraschung für mich. Und was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja, heute lernen wir zusammen Shodo, also japanische Kalligrafie. Kalligrafie heißt Schönschrift. Bevor wir loslegen, müssen wir die Tinte aus fester Tusche und Wasser selber herstellen. Kann ich vielleicht mir was aussuchen, was ich schreiben kann? Ja, natürlich. Ninjas. Kann ich das Wort Ninja schreiben? Nein. Beim Shodo soll man innere Ruhe finden.
Kalligrafielehrerin zeigt mir, wie es geht. Boah, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Wow. Jetzt verstehe ich auch, warum man dafür so die innere Ruhe braucht. Mhm. Das ist ja ganz kunstvoll, wie das so gemacht wird. Genau. Und jetzt probiere ich es mal. Bei der japanischen Kalligrafie darf eigentlich nicht korrigiert werden. Alles soll beim ersten Mal klappen. Also das hier ist eigentlich nicht erlaubt. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das jemand lesen könnte. Das Kanji zeigt auch deinen Charakter. Wirklich? Dieses Kanji Ninja, wie du geschrieben hast, zeigt, dass dein, irgendwie, dass dein Vertrauen so groß ist als Ninja. Okay, ein echter Krieger-Ninja. Ja. Eri und ich haben uns in Schale geworfen und uns traditionelle japanische Kimonos angezogen. Die werden nur zu ganz besonderen Anlässen getragen. Zum Beispiel bei Hochzeiten oder einer japanischen Teezeremonie, an der wir gerade teilnehmen. Können wir noch ein Foto machen, diesen coolen Kimonos? Ja, können wir. Mhm. Hast du die Kamera? Danke. Okay, tschüss. Leute, Eri und ich sind gerade in der Nähe des Tokyo Towers unterwegs. Das ist der Fernsehturm von Tokio. Und hier treffen wir einen echten Ninja. Und zwar in seinem Dojo. So heißt der Ninja-Trainingsraum auf Japanisch. Also, letzte Checker-Frage. Wie wird man zum Ninja? Das ist der Ninja-Meister. Vor dem Training gibt's ein Ritual. Kuchikiri heißt das und soll den Trainingsraum symbolisch beruhigen. Jetzt ist der Ort beruhigt. Okay, also ich gar nicht. Was kommt denn jetzt? Wow, krass. Also ein bisschen gruselig ist das Ganze ja irgendwie schon. Wir müssen uns jetzt umziehen. Okay, gut. Arigato. Okay. Ah, er sieht ja voll nett aus. Ich bin heute gekommen, um rauszufinden, was Ninjas überhaupt sind. Ninja というのは Spy. Secret Agent, ne? Die wichtigste Aufgabe von Ninja war, Spion zu sein. Wann es die ersten Ninja gab und wer sie waren, weiß man heute gar nicht so genau. Denn sie haben ja alles immer im Verborgenen, also heimlich gemacht. Man geht davon aus, dass es sie seit ungefähr 800 Jahren gibt. Die Hauptaufgabe der Ninja war die Spionage, also unbemerkt Informationen von anderen zu beschaffen. Zum Beispiel für den einen Herrscher herausfinden, wie viel Geld der Nachbarherrscher in seiner Schatzkammer hat. Um so eine Aufgabe unbemerkt zu erledigen, da musste ein Ninja schon einiges drauf haben. Zum Beispiel sich tarnen, also deswegen auch die dunklen Klamotten, die man nachts nicht so gut sieht. Super leise schleichen, Befestigungsmauern hochklettern, vielleicht das eine oder andere Schloss knacken und wenn der Ninja doch mal erwischt werden sollte, dann musste er sich verteidigen können. Also kämpfen. All diese Fähigkeiten zusammengenommen nennt man Ninjutsu. Wer früher ein Ninja werden wollte, der musste einen erfahrenen Ninja-Meister finden, der ihn in die Geheimnisse des Ninjutsu einweiht. Dieses Geheimwissen wurde immer vom Meister an den Schüler weitergegeben. Ninja-Vereine oder Lehrbücher gab es damals nicht. So cool die Arbeit der Ninjas auch klingen mag, sie haben auch für ganz schön viel Leid gesorgt. Denn die Spionage wird oft dafür eingesetzt, anderen Leuten zu schaden. Und manche Ninja sollen sogar Morde begangen haben. Richtige Ninjas gibt's heute nicht mehr und das ist vielleicht auch ganz gut so. Dafür gibt's aber noch das Ninjutsu, also die Kampf- und die Schleichkunst der Ninja. Und heutzutage gibt's sogar Ninja-Vereine und Lehrbücher, mit denen jeder lernen kann, ein richtiger Ninja zu werden.
Aber natürlich nur als Hobby und als Sport und nicht als echter Spion. Sonst könnte ich das jetzt auch nicht machen. Also, weiter geht's mit dem Ninja-Training. Hiya! Als erstes lernen wir die spezielle Ninja-Schleichtechnik. Dabei werden die Füße ganz langsam aufgesetzt. Auf einem Parcours mit Hindernissen trainieren Ninja. Und zwar mit verbundenen Augen. Ziel ist es, kein Geräusch zu verursachen. Yeah. Hat er gerade miaut? Wenn man dagegen kommt und dann irgendein Geräusch dadurch entstanden ist, dann sollte man miau sagen. Also man soll so tun, als ob man eine Katze wäre. Ja, genau. Jetzt bin ich dran. Drückt mir die Daumen. Und wenn es nicht klappt, benutze ich einfach den Ninja-Geheimtrick und tu so, als wäre ich eine Katze. Weiter so. Miau. Und weiter geht das Ninja-Training. Zum Üben benutzen wir Holzschwerter. In Wirklichkeit hatten Ninja extrem scharfe Schwerter. Die wären fürs Training aber viel zu gefährlich. Ja. Oh, okay. Cool. Okay, ja. Gut, jetzt bin ich schon wie ein halber Ninja. Und zum Schluss darf ich noch einen Shuriken ausprobieren. Das heißt Ninja-Stern auf Japanisch. Geworfen wurden die aber nur im absoluten Notfall. Meistens hat der Ninja sie nur für den Nahkampf benutzt oder damit Schlösser geknackt. Der Meister zeigt mir aber trotzdem, wie man sie wirft. Wow. Ich probier's mal. Mal gespannt, ob ich in den Kreis triff. Yes! Wer ein Ninja werden will, muss bei einem Meister Ninjutsu, die Kunst der Ninja, lernen. Gecheckt. Also das mit dem Schleichen klappt schon richtig gut, oder? Jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was ist ein Kimono? A. Eine typische japanische Kleidung, B. Eine japanische Spezialität oder C. Ein japanischer Vogel? Na, habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Guckt mal! Ein Kimono ist ein typisches japanisches Kleidungsstück, das zu besonderen Anlässen getragen wird. Richtig ist also Antwort A. Nach all den Abenteuern haben mein Team und ich uns ein richtig japanisches Essen verdient. Und das Beste, man grillt selber am Tisch. Und ich muss sagen, Tokio hat mich mega beeindruckt. Das war's von Tokio Check. Was für eine Wahnsinnsstadt. Ihr macht's mal gut, bis zum nächsten Mal. Und ich erkunde jetzt noch ein bisschen Tokio. Ziemlich schnell kapiert, hey. Wer die Welt bereist und ganz schön Motor meist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der gerne schleppt und auch mal verpennt, der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian, Checker Julian.